Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Corvus. Da ist das gute Ding. Ich werde es bis zum Boden durchbauen, jedoch erst einmal nur oben. So, jetzt erstmal in jede Richtung nochmal ein bisschen. Zack. Und dann überlege ich mir mal, wie ich das hier hinstellen will. Das soll von hier aus nach hinten gehen und dann hier so um eine Ecke. Also quasi wie so ein L. Da ist das Raumschiff, ey. Es soll wie ein L hier dran sein. Also. Ja, ein bisschen breiter noch. So. Ja, von der Breite her passt das doch. Vielleicht mache ich es nochmal etwas schmaler. Ich bin mir unsicher, wie ich das machen will. Ja, doch, von der Breite ist das schon ganz in Ordnung. Immer muss ich mich verbauen. Ich glaube, der Schank da hinten ist einfach nicht geladen, wo ich meinen Baum platziert habe, weil ich hier ganz allein in der Stadt bin. Mann, Notch, warum hast du Chance erfunden? Jetzt muss ich ernsthaft so eine große Steinfläche bauen. Nein. Ah, ich habe mich schon wieder verbaut. Egal. Vielleicht soll ich auch nochmal gucken, ob ich jetzt gerade oder ungerade gebaut habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das ist super. Noch ein bisschen, obwohl, wie lang ist das denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich lasse es bei 8. Und dann kommt hier eine Ecke und ich habe hier keine Steine mehr. So. Ja, eigentlich ist die Frage jetzt, wie mache ich das? Das ist 8 lang. Ich mache es nochmal etwas länger. Weil länger ist dann in dem Fall auch besser. Sollte nämlich schon etwas symmetrisch sein. Also wenn es 8 lang ist, sollte es auch in diesem anderen Teil da, den ich gerade bauen wollte, breit sein. Oder auch lang. Ist die Frage, wie man das sieht. Jetzt bin ich bei 10. Ne, bei 8. Jetzt bin ich bei 8, genau. Danach bin ich gleich bei... Warte, jetzt war ich bei 9. Jetzt bin ich bei 10. So, dann mache ich vielleicht... 12. Ist 12 gut? Ist 12 gut? Fragezeichen. So, von hier aus jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es wird eine große Bude. Es wird wirklich eine große Bude. Es wird ressourcenaufwendig sein. Ja, ich mach das einfach so. Ich mach das einfach so. So. Und jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und jetzt habe ich auch nichts mehr. Dann mache ich jetzt Stützen vielleicht ins Wasser. Ich habe keine Blöcke mehr. Wie will ich Stützen ins Wasser machen? Man darf ja keine Inseln künstlich hier machen. Und das ist ja keine Insel. Ich mache Stützen rein, dann ist es ja keine Insel. Eine Insel würde theoretisch den Boden berühren, obwohl dann ist es ja sowieso keine Insel. Ist ein Hausboot. Das ist es. Ich brauche Stein. Ich sollte vielleicht mal mir einen Wassereimer machen und einen Lavaeimer, dann kann ich mir einen Cobble-Generator machen. Ich möchte nämlich hier nicht alles ausgraben, nur weil ich gerade nicht in die Farmwelt komme. Und, ja, das könnte, glaube ich, dann eine ganz gute Idee sein. Ich brauche jetzt noch eine Menge Stein. Ich habe Eisen bekommen von dem verrückten Typen.
Tut mir leid, falls du das hörst. So, Eisen. Drei Eisen, so. Wasser bekommt man ja einfach. Und ich glaube, ich weiß sogar, wo ein Netherportal ist. Ich weiß sogar, wo ein Netherportal ist. Hole ich jetzt Lava? Ich glaube lieber nicht. Ich mach mal was ganz anderes. Ich muss, eigentlich muss Stücken bauen. Ich habe doch noch Stein. Reicht doch erstmal. So. Ich baue Stützen und dann. Zumindest provisorische. Ich glaube, schöner wären die mit Holz. Holz ist so teuer. Holz ist so teuer. Und ich wiederhole mich ständig. Warum tue ich das? Mann, ganz alleine hier. Ganz alleine hier. Werde ich noch irre. Ganz isoliert. Das hält man doch nicht aus. Das ist ja ein Huhn. Da, da ist ein Huhn. Da ist ein Huhn. Bei den Pferden. Wie süß. So. Wenn das dann abgerissen wird, dann werde ich wütend. Dann werde ich wütend. Ich werde versuchen, innerhalb von jede Woche einmal wenigstens hier in der Stadt zu sein. Damit hier nichts von mir abgerissen werden darf. Mein Statement. So. Und jetzt hier. Einfach. Runterbauen. Bis zum Boden. Eigentlich habe ich ja vor, das ganze Konstrukt eh bis zum Boden durchzubauen. Ich bräuchte wirklich Schwämme. Fällt mir gerade auf. Aber, ja, ich möchte das nämlich als Keller dann hier, die Wassersache, machen. Deshalb ist es eh quasi wie Wände, die ich jetzt vorbaue. Oh, ich ertrinke. Bruchstein. Schnell hoch, schnell hoch. Ich stelle dann da vielleicht auch ein Schild hin, dass mein Haus Stützen hat. Dadurch ist es keine Insel. Und vielleicht schreibe ich auch noch dazu, ich bin aktiver Bewohner der Stadt. Ist in den heutigen Zeiten vielleicht ganz wichtig. Werkbank platziert. Holz habe ich nicht dabei, egal. Ist doch schon was hier. Ist das was ganz Schickes? So eine schöne Bude. Dann steche ich hier provisorisch auch Erde rauf, damit ich hier Fichten anbauen kann. Ich habe doch auch Erde, glaube ich, dabei. Dann kann ich hier wirklich meine Fichten anbauen, bis ich genug habe, um alles fertig zu bauen. Und ich sollte mir jetzt einen Cobble-Generator holen. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich sinnvoll. Den stelle ich hier dann provisorisch erstmal hin. Ein Cobble-Generator. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, ich könnte hier jetzt alles aushöhlen. Ich könnte jetzt in die Farmwelt gehen. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, ob die Farmwelt jetzt funktioniert. Und ich habe ja jetzt eigentlich auch keine Lust drauf. Aber auch für die Zukunft wäre es dann ganz praktisch. So, dann hole ich mir jetzt erstmal ein bisschen Kobbel. So. Falls ihr noch was habt. Ich nehme nicht alles mit. Ey, ich nehme billiges Baumaterial. Andesit. I. Will doch eh niemand. Pfui. Habe ich irgendwas Wertvolles dabei? Eigentlich nicht. Das Wertvollste, was ich da... Deutsch.
Das Wertvollste, das ich dabei habe, ist ein Eimer. Ich weiß, glaube ich, wo ein paar Netherportale sind. Eine Sache wäre, das wäre, glaube ich, Hausfriedensbruch, wenn ich da hingehe. Aber die andere Sache, okay, das wäre eigentlich auch Hausfriedensbruch. Ich glaube, hier müsste irgendwo ein Netherportal sein. Zumindest glaube ich das. Der See des Bärenkönigs. Sympathisch. Ah, tot. Hier ist bestimmt. Ah, mein Tod. Ich hatte in Erinnerung, hier wäre was. Ich kam mich doch mal raus. War ich nicht mal kurz im Nether? Nun gut, dann gehe ich woanders hin. Ich glaube, es gibt eine andere Stelle, wo es angeblich mal ein Netherportal gab. Wo ich glaube zu wissen, dass es eins mal gab. Und hier ist es gerade sogar offen. Ich hoffe, hier ist eins drin. Oh, ich gehe jetzt, glaube ich, in ein Gebäude rein. Ja, Hausfriedensbruch. Next Level. Ich brauche ein Netherportal. Ich muss es mir bloß kurz ausleihen. Liebe Leute. Netherportal. Bitte. Ich muss dieses eine Portal finden. Da war eins, glaube ich, unter Wasser. Das war hier doch irgendwo. Nee, hier war es nicht. Das war da. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist. Ist. War das hier? Nee, das war nicht hier. Das war nicht hier. Ein Diamantblock. Drakos. Warum muss ich immer auf alle Knöpfe draufdrücken? Ich will Geheimtüren finden. Mann. Wo ist ein Netherportal? Was ist jetzt eigentlich mit dieser anderen Kolonie oder was auch immer da passiert? Hier. Ich kann rüber, stimmt. Es ist ja noch nicht geschlossen. Netherportal? Nee. Wuhu! Grenzübergang ist offen. Yay! Jetzt kann ich endlich mal sehen, was hier los ist. Hier ist eine Mauer. Okay. Hier leben Leute. Hier sieht das ja fast viel schöner aus. Oh, Weizen, ich kann klauen. Warum sieht das hier fast viel schöner aus? Leben hier auch Leute? Ist hier ein Netherportal? Warum sieht das hier viel schöner aus? Antwortet mir! Ah, ich gehe wieder zum Grenzübergang. Ich kenne mich hier nicht aus. Ansonsten, ich kann eigentlich übers Wasser weg. Oder? Ja. Übers Wasser würde ich theoretisch hier auch wieder wegkommen. Auch wenn die Grenze schon geschlossen ist. Also ich kann illegal immer über die Grenze kommen. Egal um wie viel Uhr ich mich hier befinde. Ja, da gibt es nämlich keine Wassersperre hier. Da kann ich theoretisch einfach mit meinem Boot hier einmal rüber. Ich kann theoretisch auch rüber schwimmen. Das ist alles kein Problem. Solange wieder alle Leute außerhalb der Stadt sind, keine Ahnung wo, vielleicht in der Farmwelt. Vielleicht hat die Farmwelt sich gedacht, nee, hier sind mir zu viele Leute, da kommt keiner mehr rein. Deshalb funktioniert die vielleicht gerade nicht. So, nee, hier ist dieser, keine Ahnung was, Teich. Irgendwo, Leute, bitte. Ich will einen Kobelgenerator. Das glorreiche Ziel. Da ist das Rathaus. Das kenne ich ja. Das kenne ich ja. Mir hat gerade jemand erzählt, wie das mit den Steuern zu gehen scheint. T slash. Aha. Punkt. Shop. Hä? Ich kapiere es nicht. Ich gehe einfach mal weiter. Also, ich suche ja immer noch ein Netherportal. Da ist ja eine coole Statue. Wo ist ein Netherportal? Hier ist Wasser. Und Schildkröten. Schildkröten kann ich vielleicht mal klauen. Und dann in meinen Keller stellen.
Das wäre lustig. Mensch. Ich hatte in Erinnerung, hier wäre irgendwo ein Netherportal. Ich brauche Lava. Wäre ich da fast runtergefallen. Mann. Oh. Ich habe in Erinnerung, irgendwo ist ein Portal gewesen. Irgendwo im Wasser. Warum ist hier so ein Banner? Stadtwache. Das ist wohl das neue Zeichen der Stadtwache? Bewerbungen zur Stadtwache sind nun ob. Flint ist doch tot. Ich habe doch in dieser einen Zeitung gelesen, irgendein Typ namens Flint ist tot. Wenn da steht gezeichnet Flint. Ich kann rein. Ich teste jetzt noch kurz nochmal den Command. Slash, A. H. Slash AH. Ach so, und dann ist hier was. Werkzeug, Waffen, Blöcke. Sonstiges. Und wo ist jetzt die Bank oder so? Keine Ahnung. Ich möchte. Ach so. Okay, da mache ich. Da habe ich jetzt einen Befehl gesehen. Den kann ich dann erst machen, wenn ich, glaube ich, das Geld in der Hand halte. Truhe ist leer. Warum gucke ich hier durch? Ich bin kein Verbrecher. Ich gehe hier wieder raus. So, tschüss. Ich wollte eigentlich nur wissen, was mit dem Banner auf sich hat. Wo ist hier ein. Oh, das ist meine Bude. Das hätte ich fast nicht erkannt. Die sieht doch cool aus. Die sieht verdammt cool aus. Und das blöde Ding hier ist immer noch nicht gewachsen. Mann. Ich brauche einen Lava-Eimer. Es gibt. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Es gibt hier doch den sogenannten Shop. Ja. Da gucke ich dann doch gleich nochmal nach. Kann man einen Lava-Eimer kaufen? Braucht man dafür Dingens? Dann muss ich erst gucken, dass ich was anderes mache. Aha. Herr TV. Nee, Aha Zell war das, glaube ich. Zell. Jetzt verkaufe ich den Eimer. Ich möchte in diesen Shop gehen. Ich bin dumm. Slash Aha. So, und dann hier. Items, Items, kaufte Items. Ich möchte Waffen, Werkzeug, Tränke, sonstiges. Blöcke, zählt unter Blöcke. Items. Ach, wie man verkauft. Okay, ja. Du hast null abgelaufene Items. Hast null geka Items gekauft. Ich bekomme keinen Lava-Eimer, ganz simpel gesagt. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Chris Crafter. Nicht das glorreiche Ziel. Das glorreiche Ziel ist, Toilettenpapier zu bekommen. In solch schweren Zeiten.